Mit Harry Kane hat man einen absoluten Rekordtransfer im Sommer getätigt. Eigentlich läuft es für ihn ziemlich gut. In 6 Spielen in der Bundesliga traf er 8-mal und bereitete 3-mal vor. Trotzdem wirkte er gestern im Spiel gegen Kopenhagen wie ein Fremdkörper. Was ist das Problem, was sich jetzt bei Harry Kane so langsam herausstellt? Und was sagt Trainer Thomas Tuchel dazu? Zudem könnte es nun weiteren Ärger im Mittelfeld geben. Denn der Stammplatz von Leon Goretzka, der ist nicht nur wegen Konrad Leimer in Gefahr. Was könnte sich da jetzt zwischen Tuchel und dem Bayern-Star für ein Beef entwickeln? Und als drittes Thema, Marco Reus spricht über seine BVB-Zukunft und trifft eine erste Grundsatzentscheidung. Verlässt der einzige BVB-Kapitän seinen Club am Ende der Saison? All das und noch mehr hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, aber damit gehen wir direkt rein in das erste Thema und das ist Harry Kane. Denn der wirkte gestern beim Bayern-Sieg teilweise wie ein Fremdkörper. Thomas Tuchel, der sprach im Interview danach darüber und sprach auch ganz offen über ja eher die schwache Leistung seines Stürmerstars. Er sagte, ja gerade in der ersten Halbzeit, da hat er sich etwas schwer getan. Die Räume waren auch extrem eng. Gegen Ende der zweiten Hälfte wurde es dann leichter für ihn. Da hat er sich dann gut ins Spiel reingebissen und war sehr wertvoll. Da war er sehr ballsicher, hatte gute Verlängerungen und erste Kontakte. Es war schon sehr auffällig, dass Harry Kane tatsächlich echt sehr, sehr wenig anspielbar war. Er konnte sich eigentlich das gesamte Spiel über kaum in Szene setzen lassen. Er hat mehr oder weniger immer nur in den Räumen auf einen möglichen Ball gewartet, mal auf eine Flanke gewartet, aber er konnte sich sehr, sehr schwer in Szene setzen. Die Gewinner dieses Spiels, das waren ganz klar Jamal Musiala und die beiden eingewechselten Mathys Tel und Thomas Müller. Superstar Harry Kane, der war natürlich relativ blass und bekam beispielsweise in der Einzelwertung von Sport1 die Note 5, aber auch der Kicker bewertete ihn nicht besonders gut. Bezüglich der Leistung sagte Thomas Tuchel auch noch, wir haben in den letzten 20 Minuten gesehen, wie wertvoll Harry Kane für uns sein kann. Er hat ja diesen Ball auf Thomas Müller verlängert, ohne ihn wäre dieses Tor definitiv nicht gefallen. Das kann man auf jeden Fall in diese Aussage reininterpretieren. Weiter sagte Tuchel aber, da haben wir ihn mehr gefunden, da war er auch mehr mit eingebunden. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ja, es waren halt sehr, sehr tiefstehende Gegner. Vielleicht sind das Spiele, die für Harry Kane nicht so wirklich gemacht sind. Vielleicht brauche er einen Gegner auf Augenhöhe. Er hat sich auch oftmals richtig tief fallen lassen. Das haben wir auch in der Bundesliga schon von ihm gesehen. Aber wenn man sich jetzt mal diesen Wechsel allgemein anguckt, ist das auf jeden Fall kein so schlechter Start. 6 Spiele in der Bundesliga, 8 Tore, 3 Torvorlagen. Das ist sehr, sehr gut. 2 Spiele in der Champions League, 1 Tor, 1 Vorlage. Im DFB-Pokal, da hat er noch nicht gespielt. Da hat man ja Mathys Tel den Vorzug gelassen. Alles in allem sind das ziemlich gute Statistiken für einen Stürmer. Man darf aber auch nicht vergessen, in der Bundesliga waren auch sehr, sehr viele Elfmeter-Tore dabei. Und so richtig angekommen, dass er hier jedes Spiel theoretisch, scheint er meiner Meinung nach teilweise noch nicht. Das liegt nicht unbedingt daran, dass er jetzt hier nicht schon irgendwie 15 Tore haben müsste. Aber mir fällt nur auf, er muss wirklich eigentlich jede Gelegenheit, die er bekommt, nutzen. Also mit Lewandowski damals muss man sagen, da sah das Ganze einfach viel flüssiger und eingespielter aus, aber das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall einfach ganz selbstverständlich. Ein komplett neues Umfeld für den Spieler, komplett neue Mitspieler. Das Zusammenspiel mit Leroy Sané, das werden wir in dieser Saison noch öfter sehen. Und wenn die sich noch mehr aneinander gewöhnen, wenn das noch mehr harmonisiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, können wir hier absolute Top-Werte und auch Top-Torschusswerte von dem Stürmer erwarten. Und dass er ein absoluter Top-Stürmer ist und ein würdiger Lewandowski-Nachfolger, das findet wohl der frühere Bayern-Torjäger auch selbst. Denn der gab gestern auch mal ein kleines Interview in der Sportbild und dort sagte er, dass Harry Kane einer der besten Stürmer der Welt sei. Er wird dem Verein helfen, auch wenn es schwierige Phasen geben wird. Was er damit meint, was für schwierige Phasen, das hat er jetzt nicht weiter ausgeführt. Aber natürlich gibt es immer bei einem Club Up and Downs. Und Harry Kane, das kann man gar nicht richtig bewerten, wo er sich gerade befindet. Ich glaube, von seiner Leistung her, da ist noch viel mehr möglich. Er kann auch viel mehr ins Spiel mit eingebunden werden. Und ich glaube, es war generell gestern teilweise das Problem. Musiala, Coman, die laufen auf die Abwehr zu. Und sie haben keine richtige Anspielstation. Vielleicht muss ich da einfach einiges mehr noch finden. Und wenn man dann immer mal Harry Kane finden und suchen kann und ihn nicht nur irgendwie über planlose Flanken in den Strafraum sucht, bin ich mir ziemlich sicher, kann man hier auf eine erfolgreiche Zukunft miteinander blicken. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Thema und das ist der Stammplatz von Leon Goretzka.
Denn der ist aktuell, das muss man sagen, wohl in Gefahr. Er hatte eine sehr, sehr starke Anfangsphase in dieser Saison, aber diese Phase ist jetzt schon wieder langsam zum Ende gekommen. Und das haben wir spätestens da gemerkt, als Rafael Guerrero zurückkam. Der hat direkt erstmal die ersten Einsatzminuten bekommen. Und Guerrero, der gilt auch als großer Tuchel-Liebling. Der hat zwar gestern nicht gespielt und da kam dann Leon Goretzka für Conny Leimer rein, aber halt eben auch erst in der 75., 76. Minute. Und vorher hat Konrad Leimer den Vorzug in der Champions League bekommen. In der vorangegangenen Woche, da hat die DZ noch darüber berichtet, dass sie erfahren haben sollen, dass Leon Goretzka seinen Stammplatz eher an Rafael Guerrero verlieren sollte und dieser den Deutschen jetzt wohl auf die Bank verdrängen könnte. Sollte Rafael Guerrero weiter mit starken Leistungen überzeugen, könnte das ein wirkliches Szenario werden. Denn anders als Leon Goretzka hat wohl beispielsweise ein Konrad Leimer oder auch ein Rafael Guerrero die volle Unterstützung von Thomas Tuchel. So heißt es zumindest in diversen Berichten, unter anderem auch in dem der TZ. Der Trainer sei großer Fan beider Spieler und es hat sich auch schon vor dieser Saison so ein bisschen angedeutet gehabt, dass es tatsächlich dazu kommen kann, dass dieses Abwehrduo aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka so langsam jetzt eben sein Ende findet. Da, so hieß es zumindest immer in den Medien, Thomas Tuchel wohl eher mit Leimer und Kimmich auf der Mittelfeldposition als neue Mittelfeldachse arbeiten möchte. Ganz so klar ist es natürlich noch nicht, aber eins ist definitiv klar, es geht für Leon Goretzka hier um eigentlich alles, denn er muss spielen, er muss um seinen Stammplatz kämpfen, denn ohne diesen Stammplatz wird er aller Voraussicht nach nicht unter Julian Nagelsmann in der deutschen Nationalmannschaft spielen, denn da hat man mit Ilkay Gündogan und, wenn man jetzt etwas offensiver denkt, auch natürlich noch mit einem Jamal Musiala und auch einem Florian Wirtz ausreichend Mittelfeldspieler. Und wenn er hier beim Verein schon nicht den Schuh reinbekommt und sich nicht gegen Rafael Guerrero und gegen Konrad Leimer durchsetzen kann, gilt es als äußerst fraglich, ob er dann in der Nationalmannschaft dennoch gesetzt sein wird. Grundsätzlich soll ja Julian Nagelsmann eigentlich ein großer Fan der Achse, Kimmich und Goretzka sein, aber die Frage ist, wie lange wird er da noch rechtfertigen können, beispielsweise den deutschen Kapitän, den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Ilkay Gündogan, außen vor zu lassen. Also ihr seht, an einer Entscheidung von Thomas Tuchel gegen Leon Goretzka würde hier einiges mehr hängen und es bahnt sich so langsam ein kleiner Stress zwischen den beiden an. Ja, und bevor wir dann das Video beenden, schauen wir noch einmal rüber zum BVB. Denn da sieht es tatsächlich so aus, dass Marco Reus jetzt seine erste wegweisende Zukunftsentscheidung getroffen hat. Denn der 34-Jährige, der hat ja nur noch einen Vertrag bis zum Sommer nächsten Jahres. Er hat erst diesen Vertrag relativ spät im April verlängert. Da sah es ja auch mal lange Zeit so aus, dass er vielleicht Borussia Dortmund verlassen könnte. Dazu ist es dann nicht gekommen. Aber man hat natürlich gemerkt, die Zeit von Marco Reus im Trikot des BVB, die geht wohl langsam in Richtung Ende. Denn nicht umsonst wurde ihm, ja, wenn man das so sagen kann, die Kapitänsbinde entrissen und an Emre Can gegeben. Das war natürlich auch ein ganz klarer Fingerzeig. Marco Reus, der gehört eher zur alten Garde bei Borussia Dortmund. Und ob seine Zukunft langfristig noch beim Verein liegt, das hat er jetzt wohl in einer Grundsatzentscheidung erstmal für sich beschlossen. Denn bei der Bild wird er zitiert, am liebsten wollte er wohl seine Karriere im Sommer in Deutschland fortsetzen und dort aller Voraussicht nach auch beenden. Priorität Nummer 1 wäre dabei natürlich eine Verlängerung bei Borussia Dortmund. Sollte es dazu nicht kommen, ist er wohl auch offen für einen Wechsel, aber dann halt nur innerhalb der Bundesliga. Anscheinend möchte er nicht, wie es andere Profis vor ihm getan haben, nochmal den Schritt in die MLS oder gar nach Katar oder sonst was zu wagen. Nein, er möchte wohl in der Bundesliga bleiben. Schon vor seiner Verlängerung bei Borussia Dortmund, da wurde er Marco Reus auch immer wieder mit einem Wechsel zu Rasenballsport Leipzig in Verbindung gebracht. Damals konnte das Ganze dann nicht realisiert werden und er verlängerte bei Borussia Dortmund. Jetzt im Nachhinein könnte man sagen, oh, vielleicht ist das eine Option im nächsten Sommer, wobei ich ganz klar sagen muss, jetzt sogar aus der Sicht von RB Leipzig macht das für mich wenig Sinn, denn einen 34-Jährigen, dann bald 35-Jährigen zu verpflichten, das würde gar nicht in die Philosophie des Clubs passen. Ich hoffe ja weiterhin, dass Marco Reus vielleicht auch im nächsten Jahr noch bei Borussia Dortmund spielt. Aktuell ist er mal wieder einer der Leistungsträger, einer der alten Garde, so ein bisschen zu vergleichen eigentlich mit Thomas Müller. Auch der ist extrem wichtig für seinen Club und war auch in den letzten Spielen maßgeblich daran beteiligt, dass Borussia Dortmund noch den ein oder anderen Punkt geholt hat. Von daher glaube ich, wäre ein
Abgang von Marco Reus im Sommer vielleicht die falsche Entscheidung. Man muss natürlich mit ihm sprechen, man muss ihm sagen, hier deine Spielzeit, die wird natürlich mit dem Älterwerden nicht mehr werden, aber so ist das eben. Wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr die Situation rund um Marco Reus? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.